Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon All-Star Rumble. Wir machen weiter mit der Story. Und zwar haben wir im letzten Part die Geschichte von Impmon durchgespielt. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt einfach mal Biomon. Biomon hatten wir noch nicht. Biomon, unseren kleinen rosa Scheißvogel. Yeah! Genau, das machen wir noch. Können wir aussuchen, was wir hier für das Let's Play benutzen werden. 2000 TP wiederherstellen, erhöht um 500 EP, statische Schockwellen, 1600 Schaden, das ist ziemlich gut, lange Reichweite, das ist auch ziemlich gut. EP erhöht um 2000, gegnerische SP um 300 gesenkt, 1000 erhöht um Leben, das ist auch gut. Weiß gar nicht, ich glaube, ich nehme das mit den EP erhöhen, meine eigenen Leben. Also ich mache eher gerne immer Schaden und kriege eigene Leben. Das ist ziemlich nice, deswegen machen wir das mal so. Legen wir einfach mal los. Nachdem verschiedene Krisen überwunden waren, kehrte wieder Frieden in der digitalen Welt ein. Einige Digimon kämpften zwar noch, aber insgesamt war es ruhig und friedlich in der Welt. Aber der Frieden dauerte vielleicht etwas zu lange an. Die Digimon hatten genug von endlosen Tagen der Langeweile. Frieden bedeutete nicht mehr Freude, denn Digitation, ein so wichtiger Teil des Lebens der Digimon, fand nicht mehr statt. Zur Digitation kommt es nur im Kampf und ohne Kämpfe hatten die Digimon keine Möglichkeit zur Digitation. Aber ein Digimon hatte eine Idee und rief: Lasst uns alle Digimon versammeln, die Digitation vermissen. Dann veranstalten wir ein Turnier, um herauszufinden, wer der Beste unter uns ist. Und so wurde ein großes Digitationsturnier veranstaltet, das den Namen Entwicklungsturnier digitaler Monster trug, abgekürzt zu ETDM. Damit begann der größte Kampf in der Geschichte der digitalen Welt. Warum? Dachte Biomon. Warum? Das ist nicht fair. Ich bin ein Vogel-Digimon und kann trotzdem nicht fliegen. Ihr war natürlich klar, dass sie durch Digitation würde fliegen können. Aber sie wollte in ihrer jetzigen Form durch die Lüfte gleiten. Das ist doch dumm, dachte sie sich. Ich habe Flügel. So irgendwie, was mir fehlt, sind Muskeln. Da erfuhr Biomon vom Turnier jede Menge Kämpfe gegen die besten Digimon der Welt. Wenn sie es durch das Turnier schaffen und zum besten Digimon werden würde, dann würde sie dabei sicher auch stark genug werden, um zu fliegen. Der lange Friede hatte ihre Muskeln schwach werden lassen, also beschloss Biomon am Turnier teilzunehmen, um ihre Flügel wieder in Form zu bringen. Entwicklungsturnier digitaler Monster, Biomon-Teilnehmer bestätigt. Ja, Freunde, sorry für diesen kleinen Fail beim Lesen, aber manchmal sind die Texte so komisch geschrieben, muss ich ehrlich sagen, dass es einfach nur so komisch ist, dass ich es überhaupt nicht lesen kann. Aber naja, ich habe es ja jetzt doch noch endlich geschafft. So, ja, merkt schon, dass das alles ziemlich gleich ist hier. Ja, aber naja, ist halt so. Hallo, liebe Teilnehmer, ich heiße Nemon und bin der Kommentator für dieses Turnier. Die erste Runde der Kämpfer findet hier statt, auf dem digitalen Ebenen. Die Teilnehmer tragen also hier ihre Digimon-Kämpfe aus. Der zweite Kampf findet am Schrein statt. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ja, Freunde, ich weiß nicht. Also, Biomon läuft schon mal schnell. Oh Gott, dieses Rumgeflatter. So, testen wir die Attacken. Okay, die kann schon mal schnell angreifen, das ist gut. Dann die Kreisattacke. Also, das sind sozusagen die Kicks. Und jetzt die Spezialattacke. Also, irgend so ein Schnabelangriff. So, in der Luft macht sie das. Okay, das sieht aus, als ob sie einen Anfall kriegt. Dann das. Oh, komm, das überspringen wir jetzt mal. Und dann noch das hier. Alles klar, okay. Biomon aggressiv unterwegs. Sehr interessant auf jeden Fall. Was mir jetzt schon mal gefällt, ist, sie ist ziemlich schnell. So, und das Tutorial von Nemon, das werde ich jetzt einfach immer überspringen. Das lese ich jetzt nicht komplett vor, weil ich komme mir da irgendwie bescheuert vor. Ich glaube nicht, dass ihr das übersprungen habt in den letzten Videos mit Impmon. Deswegen, ich überspringe das mal. Ich hoffe, das ist jetzt für euch auch okay hier. So, ja, das sind die Shell-Numimon, Pipapo, ich weiß, wie man angreift. Dass man das nicht ausstellen kann, ist ja echt doof eigentlich. Aber was mir jetzt schon gefällt, die kämpft ziemlich schnell. Ja, Nemon, halt mich nicht für blöd, Alter. So, Alter, kämpft sie geil. Ohne Spaß gerade, wirklich. Habt ihr das gesehen? Die hat den voll weggekickt, ey. Ohne Gnade einfach so. Finde ich super, gefällt mir. So. Mal gucken, was eigentlich so mein Lieblings-Digimon sein wird, wenn ich alle Digimons durch habe. Biomon ist cool. Ich weiß nicht. Gefällt mir irgendwie. Voll niedlich.
So. Wie die da durchgezapft ist, ey. So. Selbst die von hinten können ich angreifen, lol. Die ist ja voll OP. Mal gucken, ob das hier mein zweites Digimon wird, was ich mit einem Run durchschaffe. Also bei dem Endgegner natürlich. Kann ja sein, dass ich zwischendurch mal abkratze. Aber wenn die so abgeht, vielleicht auch gar nicht. So, wir können uns jetzt schon digitieren. Aber ich würde mal sagen, das machen wir noch nicht. Das heben wir noch uns ein bisschen auf. Wir wollen ja nicht alles schon von Biomon sehen. Ich weiß schon mal, dass sie auf jeden Fall nicht zu Garudamon wird oder zu dem Champion-Digimon, sondern zu Phoenixmon wird sie. Das ist eigentlich ihr Mega-Level, was sie, glaube ich, nie erreicht hat. So, reden wir mal mit Wemon. Oh, Biomon, nimmst du auch am Turnier teil? Er denkt sicher, dass ich komisch bin, wenn ich die Wahrheit sage. Naja, eigentlich nur aus Langeweile. Warum bist du dabei, Wemon? Was soll das denn heißen? Durch das Turnier soll das stärkste Digimon gefunden werden. Ohne mich würde das keinen Sinn machen. Ich werde mich auch nicht zurückhalten, nur weil du ein Mädchen bist. Ja, ja, warte ab, Wemon. Wir haben schon oft genug gesehen in den Serien, dass du deine Fresse ziemlich groß aufreißen kannst. Aber trotzdem bist du in meinem Herzen immer noch mein Lieblings-Digimon und du wirst es auch immer bleiben. Aber ich werde dir die Fresse polieren, auch wenn du mir jetzt gerade eine runtergehauen hast. Aber das wird sich schnell ändern, mein guter Freund. Guck dir mal an, das kann ich, das ist... Fuck, Alter. Was war das? So, leg dich mit mir an. Alter, was geht denn bei Biomon an? Guckt euch mal die Attacke hier zum Beispiel an. Jo. Alter, Biomon hat's auf jeden Fall faustig hinter den Ohren. Also, das ist ja schon fast unfair. Hallo, Utmon. Hallo, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich möchte Sex mit dir. Oh, das ist echt unfair. Also, digitieren werde ich mich jetzt noch nicht. Werdet ihr dann am Ende vielleicht des Paares sehen, weil, wie gesagt, alles sehen ist ein bisschen scheiße. Aber im Biomon geht echt ab, ey. Für so ein Drecksvogel. Muss ich ehrlich sagen. Ja, das Fleisch nehme ich natürlich mit. Ja, natürlich. Obwohl, ich weiß nicht, soll ich mich jetzt schon digitieren? Nein, ich weiß nicht. Ja, natürlich, Alter. Du kleiner Fisch, Alter. Nix Hopping Kick. Ja, fuck, das war die falsche Richtung. Aber damit kann ich zum Beispiel die kleinen Digimons, wenn zu viele auf einmal kommen, ziemlich schnell wegkriegen. Uah. So, die Rakete hole ich mir natürlich. Hallo. Und bitteschön. Selbstmord gefährdet auf jeden Fall. Ich muss jetzt irgendwie Fleisch kommen, oder ich muss jetzt nochmal aufholen, weil sonst machen wir Gleichstand. Ich digitiere jetzt doch. Wir kämpfen jetzt doch mal kurz in dem Modus. Jetzt bleib doch mal hier. Oh, die Angriffe sind ja mega scheiße. Jetzt bleib doch mal hier, du... Guck mal, wie der mich trollt. Bleib doch mal hier, du Scheißding. Boah, ich kann... Hab ich mich gerade geheilt? Ja, Fleisch. Perfekt. So ein... Lol, ich... Achso, das heilt mich so ab und zu. Ich habe gedacht, ich kriege auf einmal alles. Das ist ja voll scheiße, Alter. Ich muss jetzt abhauen, weil wenn der jetzt noch mich killt, dann haben wir Gleichstand. Ich darf das Ganze nochmal machen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich schnell. Das ist aber auch gut, weil ein Vogel ist ja ziemlich schnell. Du Scheiß... Dämon. Moment mal, ich versuche jetzt mal was. Juhu! Ja, natürlich! Weg! Hat es eingesetzt? Opfer. Guck dir mal das an. Ah, aufpassen, mein Schild. Jetzt komm ich dran. Ah, und tschüss. Ey, Biomon gefällt mir übelst. So, bitteschön. Lol. Das will ich nochmal machen. Komm mir mal ein bisschen näher. Und nochmal. Ja, wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Ich muss da hinten hin! Lass mich hin! Wuhu! Wahrscheinlich. Oh, jetzt haut er wieder ab! Du scheiß Digimon, Alter! Ey, ohne Witz, dieser Phoenixmon, der regt mich jetzt schon auf, Alter. Ohne Witz, Alter. Das ist übelst mies, ey. Wahrscheinlich rächen sich die Digimons alle nur bei mir, weil ich die alle mit Impmon getrollt habe, indem ich zum Beispiel die Flagge genommen habe, oben auf dem Podest stande und dann immer nicht runtergegangen bin und die verarscht habe oder weil ich Digimon dazu genötigt habe, Selbstmord zu machen, indem sie gegen den Zug laufen. Also, ich glaube, die Digimon haben gelernt, mich zu trollen. Scheiße. Haha, du musst doch viel üben, Wemon. Verdammt, ich glaube nicht, dass ich schon raus bin. Tja, Wemon, versuch's einfach nochmal. Aber du warst ja schon mal ein Held, mit mir zusammen, wo ich dich gesteuert habe. Oh,
Aber jetzt ist Biomon dran. Sie wird die neue Heldin. So, wir gehen weiter. Ein bisschen schaffen wir noch. Also bis zum zweiten Gegner sollten wir es eigentlich noch hinkriegen. Freunde, glaubt an die Kraft der Digimons, okay? Sonst werdet ihr niemals ein Thema, okay? Moment mal. Was ist eigentlich... Ah, hier ist eine Kiste. Eine Münze. Das war, glaube ich, so eine geheime Kiste. Die habe ich nie aufgemacht, aber das hat mir ein Abo als Tipp gegeben. Du fucking Dings da, Alter. Greif mich nie wieder an. Was passiert? Kann ich da runterlaufen? Nope. Also das muss ich mir mal echt merken. Das ist ganz gut, weil da kriegt man eine Extra-Münze und das ist ganz gut. Weil Geld kriegt man sowieso wenig in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Vogel, was für Vogel? Schmetterling, 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 Schmetterling. Okay, eindeutig Probleme. So, da haben wir schon das Apemon. Wie gesagt, das von Nemon überspringe ich jetzt mal. Schreibt mir das mal bitte rein, ob das okay für euch ist. Wie gesagt, das kennt ihr jetzt alle schon, hoffe ich. So. Was? Das hat es überlebt? Also damit kann man auf jeden Fall ganz gut kämpfen hier. Und abhauen. Guckt euch das mal an, auch wenn es nicht wirklich viel Schaden macht. Aber abhauen ist ziemlich gut. So, was machst du jetzt, hä? So. So, und am Arsch. Gib mir die Kugel. Danke. Und weiter geht's. Ey, also, ich bin echt verblüfft, was Biomon drauf hat, ey. Muss ich ehrlich sagen, bin echt verblüfft. Also wer jetzt wer das Video nicht anguckt, der verpasst was, ehrlich gesagt, mit Biomon, muss ich ehrlich sagen. Kann ja sein, dass einige nicht draufdrücken auf das Video jetzt, weil sie sehen, oh, Biomon, scheiß Digimon, rosa Digimon und so, pipapo. Aber ich muss ehrlich sagen, die verpassen ein bisschen was jetzt gerade. So, hier haben wir noch Gabumon. Dich mache ich natürlich auch noch platt. Wow, ziemlich unerwartet, dich beim Turnier zu sehen, Biomon. Wirklich? Ich finde das ganz normal. Was ist mit dir, Gabumon? Warum bist du dabei? Ich wollte eigentlich nicht teilnehmen, aber es ist einfach passiert. Und jetzt muss ich mein Bestes geben. Also los, Biomon. Alles klar, Gabumon. Lass mich deine Nudel testen. So, Überlebenskampf. Wir haben 3 Leben. Und ja, schauen wir mal, ob wir Gabumon nudeln werden. Fuck, also danach... Jetzt weiß ich schon mal eins. Ich weiß, dass ich danach nicht angreifen kann. Was geht bei Gabumon wieder ab? Irgendwelche Komplexe wieder. So, jetzt gibt es noch diesen Schaden von 1600. Habt ihr das gesehen? 1400 plus 1600 Schaden. Alter, die Karte ist ja mega. Man kann halt nicht alle Karten mit jedem Digimon benutzen, was ich ziemlich schade finde. Weil man da echt geile Techniken bestimmt raushauen könnte. Aber naja. So, und nochmal. Was, der gleiche Schaden nochmal? Hammer. Krass, ey. So, jetzt mache ich dich mal zu einem Numimon. Das wollte ich doch schon immer werden, hä? Oh, jetzt kann er mit Kacke werfen. Vergiss es, mein Kleiner. So, einmal kann ich noch. Scheiße, daneben. Ah, Swinja, lass mich in Ruhe. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich wenigstens mal den Balken hier voll kriege. Bleib halt mal hier. Ich will eigentlich mal meine Ultra-Attacke einsetzen. Aber es scheint so, dass wir das... Nein! Oh, gut, dass wir das... Was? Wie hat denn der mich getroffen? Ich war hinter ihm. Nix da, das setzt nicht ein. Nicht dran, Alter. Wirklich. Alter, wenn Biomon so stark in der Serie wäre, die hätten voll keine Probleme gehabt. Was geht denn bei Biomon eigentlich übelst ab hier? Ja, natürlich, jetzt digitiert er gleich. Ach, oh, scheiße, Alter. Ja, wahrscheinlich, Alter. Oh, das ist ein Digitationsfeld. Lass mich drauf. Wenn er jetzt drauf läuft, bin ich sauer, wirklich. Boah. Hallo. Ich könnte vielleicht doch meine Ultra-Attacke noch einsetzen. So, wir können es einsetzen. Wir machen das jetzt noch. Komm her, Gabumon. Und los geht's. Phoenix-Strahl-Attacke. So nenne ich die Attacke jetzt einfach mal. Leuchte, strahle, schieße. Jo. 2000. So wenig nur. Das ist nichts. Sorry, aber das ist absolut nichts. Aber dafür geht Biomon im Rookie-Level total ab, Alter. Das ist die reinste Biatche. Testen mal was. Nein, schade. Dieser Bug. Lol. Ich jongliere mit ihm. Ich finde das immer wieder super. Biomon, die Jongleurin. Ach, fuck. Nein, hör auf, mit deinem Schwanz zu hauen. Ja, Freunde. Da kann wieder was rauskommen. Ich weiß schon. Hör auf, mit deinem Schwanz zu hauen. Aber er hat mich gerade wirklich gehauen mit dem Schwanz. Das geht nicht.
So, weil es so schön war, machen wir noch das hier. Jo, jo, wie schnell hat er das eingesetzt, du kleiner, kleiner Homo. Wahrscheinlich. Sag mal, ich muss nur noch die 2000 abziehen, dann haben wir gewonnen, verdammt. So, und damit beende ich das jetzt, komm her. Zack, aufgespießt. So, Freunde, auch geschafft. Wir haben nur ein einziges Leben verloren, das ist übelst. Dann natürlich bekommen wir jetzt noch dementsprechend Bits. Man hat es ja oben links bei den Leben gesehen. Oh, 200 ist super, das gefällt mir. Also man muss, es kommt halt drauf an, wie man abschneidet mit den Leben und mit den Punkten. Aber das ist ganz gut. Das ist ein echter Schock. Ich wusste nicht, dass du so stark bist, Biomon. Haha, jetzt weißt du, wie stark ich sein kann, wenn ich will. Ich weiß nicht ganz, wie ich es sagen soll. Du warst richtig mit Feuerreifer bei der Sache, mit Feuereifer bei der Sache. Ich glaube, so habe ich dich noch nie gesehen. Ach, halt die Klappe. Ich bin immer so. Ist die aggressiv, ey. Oh, einmal noch kurz ein Häufchen machen. Ach, scheiße, ich kann nicht ins Gebüsch. Die sind alle schon voll. So, dann mache ich eben mein Häufchen vor dich. Moment. Und der hat sich schon das Fell geputzt. Ich habe ihn angeschissen. Naja, Freunde, das war's auf jeden Fall von diesem Part. Schreibt mir eure Meinung über Biomon in die Kommentare. Wie findet ihr Biomon? Ich war jetzt nicht so wirklich der Fan von ihr in der Serie, aber hier im Spiel ist sie auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Und ja, eure Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tödödö.